bothered. Hi Leute und herzlich willkommen zu Die Sims Inselgeschichten. Heute spielen wir Schiffbrüchig und Single. Eine kleine Story von Die Sims und ich würde mal sagen, wir starten und designen uns einen Charakter. Das sollte nicht allzu lange dauern, da es auf dem Sims 2 Universum basiert und da die Einstellungsmöglichkeiten ja noch etwas geringer waren. Ein Familiennamen, oh, keine Ahnung. Ja, wir werden hier einfach mal, da ich nicht wirklich Lust habe, einen Nachnamen einzugeben, wenn wir hier einfach 3 Punkte eingeben und einen neuen Charakter designen. Wir sind weiblich. Wir heißen Nairo. Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen dunkel können wir schon sein, wenn wir die ganze Zeit auf einer Insel chillen. Ja, ich glaube, wir werden das jetzt irgendwie nur ganz kurz alles bearbeiten, weil recht viele Möglichkeiten hat man bei die Sims ja 2 noch nicht. Natürlich gibt es einige Möglichkeiten, doch ich bin da nicht so der Fan von. Geschminkt sind wir nicht, wir befinden uns ja auf einer einsamen Insel. Das wäre ein bisschen schräg. Wir tragen heute noch keine Brille. Und ich werfe dieses Objekt. Ich glaube, das gefällt mir von den ausgewählten Ansatzweise am besten. Ja, keine Ahnung. Nette Unterwäsche, ich wäre jetzt einfach mal für die. Was gibt's zur Schlafkleidung? Oh, ich habe die Sims 2 schon so lange nicht mehr gesehen. Die Möglichkeiten, die es gibt. Echt interessant, das alles mal wiederzusehen. Und ja, die Kleidung ist ein bisschen, wie soll man sagen, dreckig. Das liegt halt daran, dass wir gleich in die Story springen werden. Ach du Gott, keine Ahnung. Ja, wir nehmen mal das. Und nehmen mal das. Ja, ich glaube, das könnte ganz gut passen. Was mögen wir? Ach Gott, ich habe keine Ahnung. Das sind so schräge Sachen zur Auswahl. Ich weiß es nicht. Wir mögen Fitness. Und Abendkleidung. Keine Ahnung. Was mögen wir nicht? Wir mögen kein Make-up. Keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, dann legen wir los. Ja, ein schönes Bild. Und starten mit der Story. Ja, der Ladescreen, toll. Ja, jetzt sind wir in der Cutscene. Zwei Tage später. Liegen wir am Strand und schlafen. Was? Was ist passiert? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist unser Schiff untergegangen. An der Pforte zum Paradies. Das sieht aus wie mein Kreuzfahrtschiff. Ich weiß noch, was ich an Bord gegangen bin. Es war leer und ich war müde. Dann bin ich eingeschlafen. Aber es waren noch andere Sims an Bord. Ob sie es wohl geschafft haben? Vielleicht sind sie ja auch hier.
Wo bin ich? Hier sieht's irgendwie überhaupt nicht aus wie im Reisekatalog für den Club der Liebe. Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Wir haben ein Ziel und das Ziel ist Beil besorgen. Hier liegt dieses wunderschöne Beil. Wir können es uns auch mal angucken. Ja, hier. Das werden wir erstmal aufheben und im Hintergrund unser schönes Reiseschiff betrachten. Ein Beil! Ja, hier seht ihr das Schiff. Sieht nicht mehr ganz so gut aus. Sieht ein bisschen kaputt aus. Und wir kommen in die nächste Cutscene. Toll. Nur Cutscenes. Am besten suche ich den Strand ab. Vielleicht finde ich noch was Nützliches. Ich werde die Insel Glücksinsel nennen. Mit solch einem Namen kann bestimmt nichts Schlimmes passieren. Ja, das glaube ich eher nicht. Also wir werden hier ganz dezent darauf hingewiesen, diese Kiste anzuklicken. Mehr Strandgut finden ist derzeit unser Ziel, also werden wir das erstmal machen. Der Anfang ist ziemlich geradlinig und wir können eigentlich nur das tun, was das Spiel von uns verlangt. Aber das sollte dann gleich vorbei sein. Ja, erstmal buddeln wir diese wunderschöne Kiste aus. Toll. Sehr toll. Das ist ein Schiffskoffer. Wow, wir haben einen Koffer gefunden. Ja. Erstmal kurz noch die paar Instructions überspringen und dann stellen wir die Kiste. Ich hätte sie gerne. Nein. Ja. Ich hätte die Kiste gerne so hier stehen. Das Beil lassen wir erstmal im Inventar. Und wir haben eine Kiste. Sehr toll. An der Pforte zum Paradies. Ich fühle mich so allein. Ich weiß, ich werde einfach in mein Tagebuch schreiben. Wenn es zu schlimm wird. Das ist besser, als mit sich selbst zu reden. Naja, ich weiß nicht. Ja, im Koffer werden wir unsere Vorräte aufheben. Und apropos Vorräte. Sie hat Durst. Die gute Frau hat Durst. Darum werden wir uns jetzt erstmal kümmern. Denn hier gibt es schöne Palmen- oder Kokosnussbäume. Wir werden erstmal eine Kokosnuss trinken. Nicht alle Bäume sind benutzbar. Zum Beispiel mit diesen Bäumen kann man nicht interagieren, mit den Pflanzen auch nicht. Mit diesem Baum schon und der wird noch sehr wichtig. Hier sehen wir unsere Stats, während die Gute auf den Baum klettert. Hunger geht so, Komfort geht auch, Handeln geht auch. Energie auch, Spaß, Freude, Hygiene und Umgebung. Ein bisschen Freude wäre nicht schlecht. Aber ja, die Kokosnuss, super. Die ist bestimmt sehr gut. Das hat gut getan. Ich werde noch ein paar mehr für später besorgen. Ja, dann let's go. Kokosnuss sammeln. Dann sammeln wir mal ein paar Kokosnüsse. Wir können auch ja, Kokosnuss trinken, Kokosnuss sammeln, umsehen, Horizont absuchen und Blödsinn machen. Puh, ganz schön viel Arbeit für einen kleinen Snack. Aber wenigstens habe ich jetzt ein paar Vorräte. Die werden automatisch in diesem Schiffskoffer. Ein Feuer? Ah, ein Feuer ist sehr wichtig, wenn man überleben möchte. Aber erst einmal muss ich Holz hacken. Ja, hier sehen wir Holz, wird uns ganz dezent angezeigt. Wir werden aber gleich all das Holz hacken, das wir finden. Ja, hier, das könnten wir untersuchen. Werden wir auch mal machen. Oh, hier ist noch Holz. Das Gute an The Sims 2 ist, man hat diese Möglichkeit, dass man, wir werden mal kurz hier drauf bleiben, man hat die Möglichkeit, dass man hier mit durch die Tasten, dass sie automatisch Dinge tut. Wenn ich zum Beispiel B drücke, wird sie automatisch auf die Toilette gehen, ohne dass ich die Toilette anklicke. Oder bei Hunger muss ich H klicken. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, Dinge zu bauen, das ist sehr toll. Oh Gott, das Holzhacken dauert ja ewig, wir werden das erstmal vorspulen. Ja, ich brauche etwas, um diesen Bambus abzuschneiden. Ich wette, mit einer Machete wird es klappen. Ja, also erstmal eine Machete besorgen, damit wir diesen Bambus abschneiden können. Haben wir noch ein bisschen mehr Holz vielleicht? Hier ist nichts möglich. Hier haben wir auch nichts. Ah, es wird ein bisschen knapp mit den Items, die wir besitzen. Nämlich gar nichts. Also werden wir erstmal noch Horizont absuchen. Mal gucken. Und dann nochmal gucken, wo ist ein Kokosnussbaum? Ich würde gerne noch ein paar Kokosnüsse
aufbewahren. Und währenddessen gucken wir mal kurz, was wir denn craften können. Wir haben die Möglichkeit eines Feuers. Das kostet 5. Sollen wir schon ein Feuer bauen? Ja, ich glaube, es wäre eine gute Idee, ein Feuer zu bauen. Aber ich würde eigentlich gerne zuerst ein Bett bauen. Wir werden dieses ganz günstige, es gibt auch ein anderes Bett, das ist ein bisschen teurer, doch zuerst wäre es besser, wenn wir dieses günstige Bett bauen und uns so günstig wie möglich verhalten. Das weiß ich nicht. Ich habe das Spiel schon einmal gespielt, das ist ein bisschen länger aus. Deshalb, also ich kann mich an nicht mehr wirklich viel erinnern. Aber ja, wir versuchen das Beste. Gucken wir erstmal, was das Spiel als nächstes von uns verlangt. Es wird langsam Abend, wir sehen es hier, also es ist noch Tag, die Sonne. Und ich glaube, die letzten 3 Punkte sind blau und das zeigt dann den Abend an. Ja, ja. Wir werden noch kurz Kokosnüsse sammeln und dann nach uns erstmal um die Bedürfnisse kümmern. Aber ich finde die Gegend auch echt schön. Also es sieht okay aus, die Grafik ist nicht die beste, aber sie ist okay. Im Verhältnis, dass man bedenkt, das Spiel ist von 2008, ist es ganz okay. So. Ah ja, perfekt. Eine Kokosnuss noch. Können wir noch eine sammeln? Vielleicht. Mal gucken. Ja, und dann erstmal zurück. Diesen Baum kann man wunderschön benutzen. Oder benutzen. Als Toilette. Und hier hat die gute Frau die ausgetrunkene Kokosnuss hingetan. Die fängt natürlich an zu schimmeln. Nicht so schnell, aber naja. Ja, gut. Erstmal die Toilette benutzen und nochmal. Versuchen wir mal, Truhe zu öffnen. Wir erstmal. Ja, wir brauchen eine Müllgrube als nächstes, damit wir Müll entsorgen können. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Dann erstmal. Oh, wir haben noch eine Papaya. Dann werden wir erst für eine Papaya essen. Energie wäre nicht schlecht. Ich würde noch gerne schnell diese Müllgrube bauen, denn ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Ja gut, dazu müssen wir eine ebene Fläche finden. Nicht so leicht in diesem Spiel. Aber wir haben es geschafft. Können wir denn irgendwas anderes derzeit bauen? Ich glaube nicht. Man braucht 20, ne? Das ist eigentlich, wäre das ja gar nicht so schlecht. Ja, okay. Ich glaube, wir kommen langsam und gut voran. Was machen wir gerade? Nichts. Sehr toll. Erstmal die Papaya aufräumen. Ah, die Kokosnuss. Oh Gott. So, und dann würde ich sagen, legen wir uns mal kurz schlafen. Das ging schnell. Wir können unseren Komfort und unsere Energie aufladen dabei. Wir müssen dann gleich wieder was essen. Oh Gott. Ich glaube, wir werden unendlich viel essen müssen. Und es ist noch nicht einmal Nacht. Hier haben wir auch eine Temperaturanzeige. Wie wir sehen, ist die gerade hochgegangen. Uns ist ein bisschen heiß. Ja gut. Ich würde gleich nochmal was essen und gucken, können wir denn nochmal Kokosnüsse sammeln. Als nächster müssen wir uns, glaube ich, genauer umgucken. Wir haben gerade derzeit keine Ziele. Doch, wir haben Ziele. Feuer anzünden ist unser Ziel. Ah, wo ist unser Feuer? Hier. Feuer anzünden. Hier haben wir jetzt eine Müllgrube. Darin wird unser Sim automatisch Müll hineinlegen. Und den kann man dann einfach verbrennen. Ich habe es geschafft. Ich habe ein Feuer. Oh Gott. Jetzt will sie einen Unterschlupf haben, die Gute. Weil es anscheinend gerade gedonnert hat. Ich sehe zwar noch nichts davon. Es regnet nicht, aber ein Unterschlupf bauen, das war vielleicht nicht so klug, aber dann werden wir das vielleicht doch abreißen. Ui, wir kriegen sogar was zurück, das ist praktisch. Ah ja, wir kriegen automatisch das zurück, was es auch gekostet hat. Damit kann ich ungefähr leben. Sieht nicht super aus, aber okay. Das Bettsofa Murmeltier ist ein wirklich hübscher, luftiger Zufluchtsort. Naja. Ich sollte mich aufs Ohr hauen. Ja, wir haben doch gerade geschlafen. Ach, diese Frau will nur schlafen den ganzen Tag. Mal schlafen. Na, okay. Wir haben Feuer. Können wir denn schon
Aufwärmen, sitzen, löschen. Wir können noch nichts Wirkliches tun. Ja, warum sitzen? Müssen wir denn schlafen? Nee, ausruhen. Okay. Also bedürftige Bedürfnisse sagen, oh je, wir sollten duschen. Also duschen, Hygiene halt. Dazu wäre ein nettes Bad nicht schlecht. Ausruhen. Faul rumsitzen. Ich kann mich leider nicht ausruhen, weil wir nicht müde sind. Das ist nicht sehr toll. Dann werden wir Kokosnüsse sammeln gehen. Um wenigstens ein bisschen produktiv zu sein. Damit wir nicht so schnell verhungern werden. Versuchen wir mal ein bisschen Kokosnüsse zu sammeln. Ja. So, ich glaube, das waren alle Kokosnussbäume, die wir mit denen wir interagieren können. Das war's leider. Und ja, da ist ein großer grüner blinkender Pfeil. Doch wir können da nicht hin. Zuerst brauchen wir eine Machete. Können wir schon wieder Kokosnüsse sammeln? Okay. Ich finde es gut, dass wir so ein bisschen unsere Vorräte auffüllen. Nee, in den Sternenhimmel brauchen wir nicht sehen. Verschwendete Zeit. So. Let's go. Und dann werden wir uns erstmal aufs Ohr hauen. Ah, nicht einfach rumsitzen. Schlafen. Let's go. Wie ihr seht, hier sind die blauen Punkte. In der Nacht ist es so wesentlich kälter. Und wir bekommen eine Cutscene. Ja. Eine schlafende Cutscene. Oh, und es regnet. Oh, wir sehen uns selbst. Und wir haben die Truhe offen gelassen. Das war ein Fehler. Oh Gott. Nicht so die tolle Animation, aber plötzlich sind hier Affen, die anscheinend unsere Vorräte klauen. Nicht so gut. Oh je. Wir haben ziemlich viel Müll jetzt rumliegen, denn die ganzen Affen haben unser komplettes Zeug geplündert. Yay! Während wir geschlafen haben.